Das Poncho im Trend sind, das wissen wir schon längstens. Man hat es in jedem Magazin gesehen, jeder Fernsehsendung gehört. Ja, auf jeden Fall zeige ich euch heute den Poncho, aber anders. Und zwar zu was er passt und zu was nicht und wie man ihn am besten kann binden kann. Poncho eignet sich speziell sehr gut mit Mantel. Ich finde, das ist ein guter Match. Weniger vielleicht mit einem Blazer. Blazer ist für mich mehr so etwas businessmäßig und dann passt irgendwie ein Poncho nicht. Außer das ist ein feiner, edler, den du nachher fast als Schal kannst brauchen, wo ein bisschen über kannst schultern. Du allerhöchstens. An und für sich, sonst sind die grossen Poncho eher gedacht für Mäntel oder für Kurzjacken. Da finde ich, passt es wunderbar. Zum Beispiel, das ist so ein Gilet-Mantel mit den Ärmeln drunter, mit dem Pulli. Und das ist perfekt, dass ich einen schönen Poncho drüber habe. Und vor allem binden tue ich die zwei vordersten Teile mal ganz anders. Statt dass ich sie lang kehre oder sonst, wie man das macht, so überspringen, mache ich Folgendes. Ich nehme den Teil und drehe dann richtig und binde ihn dann quasi so um den Hals herum und mache so quasi einen Schal draus. Ein bisschen neuer. Das andere kann man fallen lassen. Und so hat man gleich ein bisschen warm über die Schultern. Und es sieht nicht immer gleich aus, wie man die jetzigen Poncho tragen tut. Ich werde oft gefragt, ob man einen klassischen Trenchcoat mit einem Poncho kombinieren kann. Das geht auf jeden Fall, aber der Poncho muss ganz schlicht sein. Und zwar nicht mit diesen ethnischen Prints drin. Das wäre ein absoluter Stilbruch. Ich finde, das passt nicht unbedingt. Dafür passt ein ganz anderer Mantel dazu, den ich euch im Nachhinein zeige. Aber zu so einem klassischen finde ich, ist am schönsten, wenn beides irgendwie schlicht ist. Schlicht mit schlicht. Oft ist bei Ponchos Problem Taschen tragen. Es ist ja wie die Fledermaus-Ärmel, die man hat. Da ist auch immer schwierig, irgendwie im Schlag zu kommen mit den Taschen. Aber es geht eigentlich wunderbar. Man tut es vorne falten. Und dann ein bisschen hinten tun. Und dann geht das wunderbar. Dass man es so tragen kann und gleich nicht kalt wird. Übrigens, das ist auch ein Poncho. Und zwar habe ich den so gerollt, dass am Schluss ich eigentlich so einen Maxi-Schal daraus machen konnte. Den kannst du ganz vorne tragen oder eben nur über die Schulter oder so halb über den Rücken. Finde ich auch mega lässig. Und der passt natürlich ideal mit diesen kastenartigen Mänteln, die im Moment sehr aktuell sind. Es gibt eigentlich so eine Struktur in dem ganzen Grat geschnittenen, geben die Poncho ein bisschen mehr Spiel drin. Also finde ich, der Match ist perfekt. Leder und Wolle ist sowieso ein gutes Gespännli. Ich finde, es macht die rockige Lederjacke oder allgemeine Lederjacke dann mit einem Poncho zusammen, finde ich, gibt es einen schönen Mix. Allgemein finde ich einen schwarzen Poncho ganz einen guten Kauf. Den kann man nicht nur brauchen eben für den Alltag, sondern ist wirklich auch der Retter in der Not, vor allem wenn es am Abend ein bisschen kühler wird und du hast ein Abendkleid und willst etwas Klassisches, dann geht nichts über einen schönen schwarzen Poncho. Oder eben fast besser als ein Stola. Er fällt einfach schöner. Ich hoffe, die paar Tipps helfen euch, euer Poncho mal ein bisschen anders anzuziehen, eben falls ihr einen habt. Und für die, die keinen haben, habt jetzt wenigstens Gelegenheit oder Möglichkeit zu wissen, was passt und was nicht und wie kann ich die am besten binden.